Ich hatte seit Jahrhunderten niemand die Kammer betreten. Eine dicke Staubschicht lag auf allen Möbeln. Selbst der Spiegel, der über dem Ebenholztisch hing, war großflächig angelaufen und warf kaum mehr ein Bild zurück. Kelvara ging auf den Spiegel zu und rieb ein wenig an ihm. Schon konnte sie ihr eigenes Gesicht viel besser erkennen. Als ihr Blick aber auf etwas auf dem Tisch fiel, Kelvara pustete den Staub hinfort, bis eine Karte zu sehen war. Eine Karte des Sternenhimmels. 17. Rondra, früher Morgen. Euer Geschützmeister liegt mit aufgeschnittenem Bauch auf der Krankenstation eures Schiffes. Verbunden und versorgt wird Diamantes überleben, doch der Hinterhalt hat euch hart erwischt. Ohne die Hilfe der Hexe wären die unbekannten maraskanischen Attentäter sicherlich leicht über die Mauer gesprungen und hätten auch Boltax zu Sumu oder Boron gesandt. Fraglich ist, wieso sie explizit Yalan von der Attacke ausgeschlossen haben, der ja die eigentliche Spur gelegt hatte. Elburum ist euch feindlich gesonnen. Die einzig offenen Menschen waren die Hexenmeisterin der Chalvin und ihr Zirkel, die um ihre Herren besorgt sind und euch wieder raus auf die See schicken wollen. Iphemia dabei legte euch einen Stein nach dem anderen in den Weg. Was ihre Festivität nun soll, müsste noch untersucht werden, doch ob euch dafür die Zeit bleibt, wird sich zeigen. Zahlreiche Risso-Krieger wurden zerschnitten und verstümmelt angeschwemmt. Die Sanduhr läuft gegen euch. Gegen Aventurien und nur Helden können den Untergang verhindern. So beginnen wir mit dem ersten Glasen, 5. Stunde des Tages, Wachwechsel. Ihr steht auf dem Schiff auf den Planken und blickt auf die weiße Stadt. Naja, Greifenmund, wo ihr jetzt nicht draufgegangen seid. Bleiben wir hier oder kümmern wir uns um die toten Fische? Nun, wenn Padigan hinterher ist, müssen wir ihn wohl in die Suppe spucken. Was auch immer er vorhat, das kann auf lange Frist nicht gut für uns sein. Ja, das ist vermutlich richtig. Und nun, ich weiß nicht, wie die anderen ihr Erlebnis so hatten, aber diese Stadt ist, sagen wir, nicht sehr gastfreundlich zu uns gewesen bis jetzt. Ja, also mir hat sie besser gefallen als das letzte Mal, das muss man ja schon sagen. Das gibt man ihr wohl, ja. Ephemia wird sich freuen, wenn wir weg sind. Das ärgert mich, aber nur weil wir der Stadt jetzt den Rücken kehren, heißt das ja nicht, dass wir nicht wiederkommen. Nun, heute ist nicht aller Tage. Wenn wir Glück haben, kommen wir vielleicht pünktlich zu ihrem Fest wieder zurück. Wie weit ist dieses Dorf von hier weg? Nicht weit, oder? Nun, ich weiß nicht. In meiner Vorstellung ist das eines der nächsten Dörfer. Aber das wird uns unsere neue Freundin sicher sagen können. Traut ihr dieser Hexe? Kein Stück. Naja, genauso viel, wie man den anderen Hexen trauen kann. Also gar nicht. Ihre Verzweiflung wirkte überzeugend. Trauen wäre zu viel gesagt. Ich vermute, sie spielt ihr eigenes Spiel. Naja, sie ist eine Frau in Aranien, das tun die immer. Nun, immerhin hat sie nicht versucht, uns zu verzaubern. Naja, noch nicht. Ist ein Positivum. Schön, dass wir uns da zumindest alle einig sind. Wir sollten also auf der Hut sein. Vor allem vor ihren sogenannten Schwestern. Offizier an Deck! Einer der Dukatengardisten drückt Diamantes Monterey eine Zigarre in die Hand. Willkommen zurück. Ja, danke. Die habe ich gebraucht. Und? Ja. Was macht euer Schnitt? Nun, keine Zitiana hat mir einen Heiltrank gegeben, der macht alles um einiges besser. Ich fühle meine Wunde im Bein nicht mehr, aber noch völlig ausgeheilt ist es nicht. Fühlt ihr euer Bein denn noch? Mein Bein fühle ich. Ich fühle alles in meinem Körper. Das ist gut. Diese elenden Maraskaner haben mich nicht so sehr erwischt, wie die es hätten tun sollen. Ja, sie waren unfähig, das stimmt. Okay. Ein gutes hat das, wenn ihr einen Schmerz fühlt, lebt ihr noch. Habt ihr denn bei dem ganzen Abenteuer wenigstens irgendetwas herausgefunden?
Was wollten die von euch? Offenbar euch abstechen, aber irgendwelche Ideen warum? Nun, Kanizitiana hat irgendwas von einer, wie nennen die Aranya-Tulamiden das? Kabalia? Ist das richtig gesprochen? Ja. Die sind wohl auf Magieanwender aus. Und die haben nicht mal mit uns gesprochen. Offizier Yalan hat uns direkt in die Falle gelockt. Danke, Yalan. Was soll das denn nun heißen? Kann ich doch nicht wissen, dass die da im Schatten hocken. Warum sprangen sie dann auf euch an? Wüsste ich auch gern. Nun, wenn sie einfach hinterm Magiern her sind, dann haben sie vielleicht zumindest kein persönliches Problem mit uns oder unserer Mission. Nein, ich fragte, warum sie auf Diamantis. Er ist offensichtlich kein Magier. Ich bin auch kein Magier, aber ich habe magische Kräfte, wenn man das so nennen kann, die in der Halle in der Leuchtung in der Heimat nannten das dilettantisch, magiedilettantisch. Also ja, ja, das habt ihr erzählt. Ach, ich erinnere mich gestern, als ich schwer verletzt hier reinkam. Ja, kein Wunder, dass ihr euch nicht erinnert. Aber schön, dass ihr wieder auf den Beinen seid. Ich erinnere mich an den Rauch in der Lunge von der Carino-Zigarre, die mir auf dem Schiff gereicht wurde, und dann den bitteren Geschmack des Heiltrankes, den mir Katzitzintiana vor einer Stunde einflößte. Ich glaube, Zigarren sollte man nicht auf Lunge rauchen. Ja, doch, schon, Boltax. Sag das mal den Alanfahnern. Was ist dir, was so eine Karinor kostet? Die Offiziere darf ich stören. Brecht. Oh, wir haben ihn gerade durchgezählt. Mannschaft ist ansonsten anwesend, allerdings fehlt eine Person, die ihr gestern habt eintragen lassen. Diese Katzenbeauftragte, was auch immer das sollte, ist verschwunden. Sollte mich das beunruhigen oder soll ich sie wieder streichen von der Liste? Alles gut. Ich lasse sie doch fürs Erste drin. Ich denke, sie wird auftauchen, wenn sie auftaucht. Und haltet uns darauf auf dem Laufenden, wann sie es für richtig hält, ihren Dienst anzutreten, ja? Ja, so verstanden. Danke. Sie fängt schon Ärger zu machen. Naja, sie ist eine Hexe. Das hat sie erwartet. Hexe. Ja, aber das ist schon sehr nah dran, Boltax. Das musst du anerkennen. Phonetisch, ja. Aber gänzliche Ausstrahlung angeht. Nein. Die sind unzulässig. Sie sollte jedenfalls keine Probleme haben, uns draußen auf See zu erreichen, oder? Wir müssen nicht auf sie warten. Ich glaube nicht. Und stellt euch das einmal vor. Wo Echsen eher kaltblütig sind, sind Hexen eher heißblütig. Also etwas vollkommen anderes. Ich bin nicht sicher, worauf ihr hinaus wollt, aber ja. Nun, sie ist die Einzige, mit der wir in diesen Zug gegangen sind, die uns nicht direkt abstechen wollte. Hey, Boltax. Ja? Echsen sind nicht kaltblütig oder warmblütig. Sowas gibt's nur bei Pferden. Echsen sind wechselwarm. So hat mir das seine Sinnige weiter erzählt. Abenteuer. Nein, sie sind kaltblütige Miststücke. Ja, mag sein, dass sie Miststücke sind und Hanga wird sie alle strafen, aber sie sind trotzdem wechselwarm. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Für die Metapher, meine ich. Okay. Nein, es ist nur wichtig, wenn ihr die Kälte der Nacht nutzen wollt, um sie abzustechen. Mir ist nur wichtig, dass die kleinen Leute das nicht in den falschen Hals kriegen, weil ständig wird von Kalt- oder Warmblut geredet, aber das stimmt einfach nicht. Echsen sind wechselwarme Kreaturen. Kalt- und Warmblut gibt es nur bei Pferden. Ihr überrascht mich immer wieder. Hör halt zu, wenn Geweihte was sagt. Nun, das ist unser nächstes Ziel, also wir brauchen ein Ziel. Ja, dieses komische Dorf von der Frau. Hör mir zu, wir sollten uns zumindest dort einmal umsehen, mit ihren Schwestern sprechen. Wir können sicherlich die Lage erweitern. Ja, lass zum Ablegen bereit machen. Ich möchte gern. Erlan schaut über die Reling. Möchte gern mit der Flut auslaufen. Sollte noch eine Stunde sein. Bei der Suppe. Ja. Okay, wir können aufbrechen. Ich hätte jetzt nur nicht damit gerechnet, dass wir so früh wieder aus der Weißen Stadt wieder aufbrechen. Na ja, gut.
Ich kehre zurück. Falls ihr noch unerledigte Geschäfte habt. Ach, die haben wir. Die haben wir hier. Ich habe die Zeit genutzt, während ihr weg wart, um einige Zeilen an Euphemia zu schreiben. Ich denke, ich werde sie einfach ihren Wachen mitgeben, die wohl immer noch dort unten am Steg herumstehen. Wolkenflug, antreten! Werft ihnen doch eine Flaschenpost zu. Ihr könnt sehen, wie Hasewolf sich wohl gerade auf das Hüttendeck gestellt hat und darauf wartet, dass Avian da den Flug nach oben rennt. Sie hat dann wohl auch ein paar Katzen links und rechts in der Hand und es gibt dann kurze kleine Gesprächsfetzen von Hasewolf und Avian da, die dann wohl den nächsten Kurs durchgehen. Ja, also ich bin fertig mit dieser Stadt. Müsst ihr noch irgendwas holen? Nur den Kopf dieser Nachtwinde, aber der wartet wohl auf mich. Und ich bin mir sicher, bis wir zurück sind, hat Magistra Kulra ihre seltsame Aufspürmagie gewirkt und wir werden uns darum kümmern können. Magistra Kulra. Ihr habt ihr schließlich das Blut gebracht. Natürlich, das habe ich gemacht. Hervorragend. Dann lassen wir sie am besten in Frieden arbeiten. Ihr wisst ja, wie sie ist, wenn man sie stört. Und wenn wir zurückkehren, wird sie uns sagen können, was los ist. Genau, ich erwarte keine Störung. Hervorragend. Gut, ich habe meine Sachen aus dem Hotel holen lassen und auch noch einen Brief an den Mondsilber-Wesir geschrieben. Ich kümmere mich kurz um die Nachricht an Euphemia und dann können wir meinetwegen los. Müssen wir uns bei Euphemia abmelden? Das könnte ja sein. Aber es gebietet die Höflichkeit. Es wird ihr sowieso nicht entgehen und wir stehen besser da, wenn wir uns an gewisse diplomatische Gepflogenheiten gehalten haben. Naja, gut. Sollten wir noch ein Geschenk mitschicken? Stiefel haben mir letztes Mal nicht so gefallen. Oh, Diamante, ich habe eine gute Idee. Macht doch das, was ihr auch für eure neue Angetraute machen wolltet. Schreibt ihr einen schönen Reim. Das freut die Frauen aus Aranien ja immer. Ja, genau. Ihr habt ja bis zum nächsten Mal noch eine Menge Zeit, euch etwas einfallen zu lassen. Ich habe mir schon so viele gute Reime ausgedacht, um Rascha den Brief zu schreiben. Und sie wird ihn niemals lesen. Das heißt, ich kann dieselben Reime nochmal nutzen. Ja, fantastisch. Ich mag eure effiziente Einstellung, Diamantis. Wir müssen noch viel über Frauen lernen. Euphemia, ich finde dich so wunderbar. Du hast so wirklich tolles Haar. Das sah man noch niemals da. So etwas halt. Die Reime von Zwergen sind so gut wie ihre Witze, nicht wahr? Ja, herausragend, nicht wahr? Aber mir beweist so einmal wieder, dass er wirklich Geschmack hat. So könnte man es ja auch nennen, aber ja, dann sollten wir den Zwergenkönig fragen, wenn er so gut mit Witzen ist. Oh ja, wir haben ja noch den Brief mit den 10 besten Witzen vom Hochkönig. Vielleicht schreiben wir die einfach ab und übergeben sie Euphemia. Also, mir gefällt das. Ja, dann würde ich sagen, Sunamin? Ist das einstimmig beschlossen. Sunamin, vielleicht solltet ihr intervenieren. Ehrlich gesagt, Abel, mir hatte ich die Hoffnung, dass dieser Plan bis zum nächsten Mal in Vergessenheit gerät. Aber, Boltax, wären diese wunderbaren Witze nicht an Euphemia völlig verschwendet? Ich meine, so gut haben wir uns doch auch wieder nicht verstanden, oder? Also, dass man ihr die guten Witze vom Zwergenkönig schicken sollte? Ja, nein, aber seid trotzdem. Seid ihr euch denn darüber sicher, dass sie die guten Witze vom Zwergenkönig überhaupt zu schätzen weiß? Naja, wir wissen es ja nicht. Und im Zweifelsfall machen wir uns damit eine wunderbare neue Freundin. Naja, oder sie findet die Witze furchtbar und beweist, dass sie keinen Geschmack hat. So oder so, wir wissen am Ende mehr. Und wenn ihr das nicht wollt, weil ihr das nicht adäquat findet oder so, dann machen Grafim und ich das eben quasi als Gruß von unserem Stamm. Ja, also wenn ihr wollt, ich kann auch noch mal ein bisschen Blut sammeln, dann Nun, das Feld ist von
Ephemia zu einem Stamm könnte nicht schlechter werden, nicht wahr? Aber ich möchte lieber nicht wissen, was jemand mit eurem Blut anstellen könnte. Also macht das bitte nicht. Aber ich kann gerne noch ein Postskriptum hinzufügen. Anbei eine Liste mit den besten Zwergenwitzen. Gesammelt von Zwergenkönig Albrax. Mit herzlichen Grüßen von Rafim und Boltax. Entschuldigung, ja. Guten Morgen. Was zum Grüße. Herr Kapitän, Verzeihung. Unsere Karten sind, glaube ich, nicht ganz so auf dem Stand, wie sie hätten sein sollen. Und wie sagtet ihr, ist der Name von diesem Dorf? Rafim, wie war der Name nochmal? Selfianil oder so? Ja, also. Selfianil? Und das soll hier irgendwo in der Oronischen Halbinsel liegen? Oder wie? Nördlich von Elburum, sagte ich sie. Ich schätze schon, irgendein kleines Dorf oder Weiler. Es soll ein Fischerlauf sein, es muss also eine Küste sein. Okay, dann, ich kann leider nicht navigieren. Unsere Karten verzeichnen das zumindest nicht. Also ich habe hier zwar ein paar Dörfer drauf, aber Selfianil ist hier nicht drauf. Dann müssten wir tatsächlich an der Küste entlangfahren. Ich kann also keine Wegroute vorgeben oder etwas berechnen, das tut mir leid. Nun, dann tun wir das. Es ist vermutlich so oder so der schnellste Weg. Dann behaltet ihr die Karte im Blick und wenn ihr ein Dorf sichtet, das nicht auf eurer Karte verzeichnet ist, dann wird es das wohl sein? Das ist natürlich eine ausgezeichnete Idee, ja. Dann machen wir das so. Okay, dann werde trotzdem die restlichen Berechnungen anstellen und dann dem Kaplan Meldung machen. Natürlich. Danke. Ja, Problem erkannt, Problem gebannt. Ha, seht ihr, ich bin heute richtig in Reimform. Ja, ich fürchte Schlimmeres. Nun. Was fürchtet ihr denn? Dass ihr Diamantus bei seinen Versuchen unterstützen werdet. Seine Reime sind schon schlecht genug, seine Liebesgedichte. Ihr müsst sie nicht noch verschlimmern. Was heißt verschlimmern? Ich verbessere sie. Also habt ihr meinen Brief gelesen, Kapitän Abelmir? Natürlich, also, deswegen sagte ich ja, ihr solltet doch etwas üben. Abelmir, wenn ihr euch für so clever haltet und denkt, dass ihr besser reimen könnt als ich, dann fordere ich euch zum Reimduell. Oh, gerne. Ein Liebesgedicht natürlich. Natürlich. Und Ephemia wird entscheiden, welches das bessere ist. Aber sicher. Nun gut. So wenn wir wieder hier in dieser Stadt sind. Was ist euer Einsatz? Ich bin mir sicher, sie wird von der Aufforderung, über diese spezielle Wette zu richten, entzückt sein. Ich weiß. Was setzt man denn in so einer Situation? Naja, also wenn es nach Stammesregeln gehen würde, würde ich sagen, ein Ohr. Nun gut. Ja, Abelmir, was hattet ihr davon? Ein Ohr. Nein, ich werde kein Ohr für eine solche lächerliche Sache opfern. Das naja, muss ja nicht gut, euer eigenes sein. Ja, ich will auch kein fremdes Ohr von. Na gut, ja. Ich setze diesen wunderschönen Diamanten. Ihr schuldet mir einen Gefallen. Oder ich schulde euch einen Gefallen. Ihr wollt Boltax keinen Gefallen schulden, glaubt mir. Ach, Jalan, jetzt tu mal nicht so, als. Ich finde das gut. Das machen wir so. Gut. Ein Gefallen für einen Gefallen. Exzellent. Finde ich auch. Ich reiche dir die Hand? Ja, ich schlage ein. Klopf aber mir vorbeigehen auf die Schulter. Fex bewahre euch. Fex bewahre ihn. Odraja. So könnt ihr die letzten paar Minuten in Elberum verbringen, bevor ihr dann auslauft mit der Flut. Noch etwas, was ihr tun mögt. Nee. Rafim? Nein. Gut. Nach einer Stunde wird der Kurs gesetzt und ihr lauft mit einer vollbesetzten Mannschaft wieder aus Elberum aus. Die Segel werden gehisst und ihr wieder mit einer Lotsin, dieses Mal ist es wohl nicht Saphira, aus dem Hafen gelenkt. Auch wenn der Hafen immer noch etwas unruhig ist aufgrund der gestrigen Ereignisse und dann den weiteren Möwen, die irgendwo über euch in der Luft kreisen und ihren Feuerschlick verteidigen, der immer noch vor sich hingart, weiter ein bisschen orange leuchtet und den Hafen in so ein Lumineszenz taucht. Der Kaplan selber hatte das Wetter bereits bestimmt und auch euch fällt es auf. Auch wenn die Nacht mittlerweile verschwunden ist und das Preuhaus mal über euch irgendwo steht, beziehungsweise weiter aufgeht,
Überall um euch herum ist Nebel. Es ist schwül, es ist dunstig und trotz dessen, dass ihr immer noch den frühen Morgen habt, bereits unerträglich heiß. Ihr kocht in euren eigenen Rüstungen. Und so werdet ihr zugucken können, wie der ein oder andere Matrose dann immer mal wieder zum Wasserfass läuft und sich dann etwas Abkühlung zu verschaffen und viele Becher, die dort getrunken werden. Ist irgendjemand von euch hitzeempfindlich? Nicht mehr. Nicht mehr? Das kein. Okay. Im Gegenteil. Du bist kälteempfindlich, auch das merken wir uns einfach mal für später. Gerne. Gut. Keine Hitzeempfindlichkeiten, ansonsten würde die Temperatur noch für euch um 1 steigen. Aber nichtsdestotrotz, eine gefühlte Temperatur bei diesem Nebel, bei dieser schwül dunstigen Wolke, die höchstwahrscheinlich die blutige See zu verantworten hat, denn die Wettereffekte sind chaotisch wie immer. Ihr bekommt pro Stunde, die ihr fahrt, einen Punkt Erschöpfung. Ihr bekommt bei Arbeiten mit Metall einen SP, 1W6 SP pro Stunde. Dementsprechend werden die Matrosen oben in den Segeln sich irgendwann Handschuhe überstreifen, damit sie ihre Hände nicht verbrennen, wenn sie dann dort lange herumarbeiten. Auch ohne direkten Sonnenschein kann sich euer Körper überhitzen, gerade wenn es schwül ist, wenn es neblig ist. Und dementsprechend muss alle 6 Stunden eine Konstitutionsprobe abgelegt werden. Dazu kommen wir dann aber. Nur für den Hinweis einfach mal. Könnte man das ändern, indem man ein Segel hohe total über das Deck spannt? Dadurch, dass wir sowieso keinen direkten Sonneneinfall haben, nein. Also es ist, wie gesagt, alles neblig und die Sichtweite beträgt wohl 50 Meter. Also ihr könnt gerade das Ende eures Schiffes sehen, wenn ihr hinten steht, ansonsten nicht wirklich weiter. Also einen direkten Sonneneinfall gibt es so oder so nicht. Problem ist die Luftfeuchtigkeit, nicht die Sonne. Okay. Ja, also das Arbeiten wird viel unter Murren. Es wird gemacht, auch gerade wenn dann euer Kaplan herumgeht und immer mal wieder ein paar Arschtritte verteilt oder mit Peitsche oder dem Gefängnis droht, aber auf alle Fälle könnt ihr segeln. Die ersten paar Städte, die ersten paar Dörfer sind auf alle Fälle bekannt und wenn ihr dann die erste Stunde gefahren seid, kann euch Aviander melden, dass vor euch das kleine Dörfchen Torwassra liegen muss, in dem sich wohl höchstwahrscheinlich viele Torwaller befinden. Habt ihr selber noch nicht angefahren, aber irgendwo dort muss es liegen, hinter der Nebelklippe. Nach einer weiteren Stunde könnt ihr Harasim anlaufen und auch das schwer zu erkennen, aber irgendwo hinter den Nebelklippen muss es sich verbergen. Wie gesagt, ihr seid jetzt seit 2 Stunden unterwegs und das Wetter hat sich nicht geändert. Es ist eigentlich eher nur dichter geworden und immer mal wieder könnt ihr merkwürdige Klänge hören, die sich wohl von Norden aus in eure Richtung schieben. Ihr wisst nicht genau, ob das von der Landseite kommt oder aber von der Wasserseite, aber es sind merkwürdige Klänge, als ob so, ja, so eine Schiffsglocke vielleicht. Schwimmen noch Risse im Wasser? Tote meine ich? Wenn ihr darauf achtet, es sind nicht so viele. Die Strömung hat sie wohl direkt in die Elberumer Mündung getrieben. Aber so den einen oder anderen, also so grob alle halbe Stunde, könnt ihr mal einen zerteilten Leichnam erkennen, ja? Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Puh, dieses Wetter. Das ist doch nicht natürlich. Ja, das erinnert mich schon an die Heimat, an einem besonders heißen Tag. Maraskan war es ähnlich. Ich war nie im Dschungel, aber ich stelle mir vor, dass es auf See normalerweise nicht so ist, oder? Nun ja, in Alanfa schon, aber dort kühlt ein mittäglicher Regen die schlimmsten Auswirkungen. Soll ich es regnen lassen? Nein. Wir segeln, ja? Ihr segelt, ja, es ist alles sehr langsam, also wirklich okay, schnell kommt ihr nicht voran. Ja, also es ist halt wenig Wind da. Allein durch den Nebel, der jetzt. Ich wollte gerade anfangen, mich zu wundern. Nun, es frischt auf die See natürlich öfter oder eher mal auf, deswegen verweht so ein Nebel schneller, wenn man Pech hat. Also wir können natürlich auch weiter auf die offene See fahren. Vielleicht ist da drüben weniger Nebel und mehr Wind. Ja, was bringt uns das? Wir können das Land ja so oder so nicht sehen.
Ja, das ist richtig. Verpassen wir das Dorf. Genau darum geht's. Saphira müsste hier sein, die könnte uns sagen, wie weit wir uns an der Halbinsel entlang bewegen müssen. Ich bin nur ein wenig besorgt, dass wir am Ende auf irgendwas auflaufen. Vielleicht sollten wir ankern und eine Weile warten. Was denkt ihr, Captain? Ich denke, das Wetter wird sich so schnell nicht ändern. Wir sind hier in der Nähe, eines ehemaligen Unheiligtums. Ich meine, Janka? Ich denke nicht, dass es von dort aus geht. Aber vielleicht sind es Ausläufer der Kämpfe. Etwas geht vor unter Wasser. Erinnert sich noch jemand, was die sieben Plagen genau waren? Was? Die Plagen. Die Plagenbringer zieht sieben Plagen mit sich herum. Erinnert sich noch jemand, was alle waren? Ich komme nicht mehr drauf. Nun, von Erinnerungen kann man kaum sprechen, aber Geschichten erzählen von geflügelten Kreaturen, die um die Plage herum fliegen. Die sind uns bekannt, ja. Tankdämonen. Riesige Felder, die sich um die Schiffe schließen. Jedenfalls erinnert sich jemand dran, ob Nebelfelder dazu gehören? Nein, aber ich hatte auch noch nie mit der Plagenbringer was zu tun. Hätte ja sein können. Tja, alle Plagen sind wohl noch nicht bekannt, aber die erste, die Lederschwängen, das ist das, was Diamantess sagte. Ei. Lederschwängen, so heißen die also. Ich würde ja gerne eine aus der Nähe sehen, aber ich glaube, sobald es soweit ist, bereue ich es. Aber mir habt ihr nicht eure Magusarbeit geschrieben, wegen den Viechern? Ja, ihr solltet sie nicht aus der Nähe sehen, vertraut mir. Denn wo eine sind, viele, viele, viele. Über Plagen kann man sagen, dass sie mich zu plagen wagen. Echte Bastarde sind das jedenfalls. Gibt halt nicht viele, die von der Plagenbringer berichten können, weil die meisten, die vielleicht die erste oder die zweite Plage überlebt haben, die werden halt an der dritten draufgehen. Und berichten können sie davon nicht. Sei das sind Geisterschiffe. Und selbst wenn sie alle sieben Plagen überstehen, wartet dort immer das größte Schrecknis auf sie. Sollten wir dieses Schiff treffen, sind unsere Schützen vorbereitet. Wir schießen diese Lederschwingen mit Hornissen vom Himmel. Ich fürchte, die Plagenbringer hat mehr Lederschwingen, als wir Munition haben. Wirklich? Wir haben unheimlich viel Munition. Und sie hat unheimlich viele von den Viechern. Wobei, was denkt ihr, Captain? Könnte es zu Verschleißerscheinungen kommen, jetzt wo sie ihren Chimärenmeister nicht mehr haben? Schwer zu sagen. Es gab Berichte von einem zweiten, aber nun ja, das sind nur Sagen und Legenden.